Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alter Ego 2 Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alter Ego 2, lange, lange ist es her. Da ist dieser Teil erschienen, Alter Ego, das Ganze Ende 2010 gewesen. November 2010 war das damals, Alter Ego. Und jetzt, seit knapp 8 Jahren, haben wir auf einen Nachfolger gewartet. Jetzt ist es endlich soweit, Alter Ego 2. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Der erste Teil damals ja nur, unter Anführungszeichen, nur als CD erschienen. Und der zweite Teil, so wie nahezu jedes größere Release heutzutage, in Boxform. So. Also ich habe das damalige Album Alter Ego ziemlich gefeiert und echt lange gehört. Manche Tracks nach wie vor, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Release hier. Alter Ego 2, wir haben hier auf dem Boxcover Fahrt abgebildet, mit der Hand im Gesicht, nachdenkliche Pose. Ruhrpott Elite präsentiert, lesen wir hier Fahrt Alter Ego 2. Und eine Sache, die sich in den 8 Jahren nicht geändert hat, ist das hier. Die Zahlenkombination, denn auch damals schon hier die 61184 zu sehen. Das ist ja der Buchstabencode für Fahrt, also sechste Buchstabe im Alphabet, 1.18.4. Ruhrpott Elite, auch hier nochmal das Label vermerkt. Auf der Unterseite ja, zieht sich das Design durch, so schwarz-gelb. Rechts so diverse Kratzer und andere Sachen zu sehen, aber keine Schrift. Und hier lesen wir dann nochmal, drehen wir es um, Fahrt Alter Ego 2, auch wieder mit den Zahlen darunter. Auf der Rückseite haben wir eine Übersicht, was sich alles in der Box befindet. Also einmal Alter Ego 2 Album, T-Shirt, die Mezzanine EP Volume 2, dann Alter Ego 2 Bandana und Maske, beziehungsweise ja, oder Maske, je nachdem wie man es verwendet. 4 Sticker, Instrumental-CD und Poster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine Klappbox. Wir schauen mal hinein. Als erstes kommen uns hier die Sticker entgegen. 4 Stück an der Zahl. Dann das T-Shirt. Das Album. Die Instrumentals. Mezzanine EP Volume 2. Das Bandana. Und ein Poster. Von innen die Box komplett in schwarz gehalten. Machen wir das Ganze mal wieder zu. So, zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also, so sieht das Ganze aus. Das Albumcover, wie auch schon das Boxcover, Fahrt hier abgebildet. Darunter der Schriftzug Fahrt Alter Ego. Einziger Unterschied ist, dass hier, die Frage warum, aber es wird schon einen Grund haben, die Zahlen wenig bis gar nicht zu lesen sind, weil hier echt so das Ganze verwischt oder hier so schwarz verkratzt wurde. Wir sehen den Unterschied, also hier auch das E und das G, hier gut zu lesen, genauso wie der Zahlencode, aber hier ist die ganze Schrift etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 18 Stück an der Zahl. Meines Wissens allesamt Solo-Tracks. Keinerlei Features vorhanden. Hier auch nochmals Fahrt, der gerade aus einem kleinen Glas trinkt. Barcode und Credits. Und auf der Seite lesen wir auch wieder Fahrt Alter Ego 2. Dann schauen wir mal hinein. So, dann müssen wir jetzt mal das Booklet hier rausbekommen, das ist immer so eine Sache. So, aber ging. Dann haben wir hier die Tracklist, inklusive der Infos, wer die Beats produziert hat. Fahrt abgebildet. Weitere Tracks mit den Infos. Also dieses Schwarz-Gelb hier durchgängig, das Artwork komplett in diesem Schwarz-Gelb gehalten. Danksagung auf der letzten Seite. Und hier nochmals Ruhrpott Elite. Gut,
Also, die CD, ebenfalls in Schwarz und Gelb, Alter Ego 2 lesen wir hier. Auf der Rückseite der Schriftzug von Fahrt. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die sehen so aus, auch hier wieder Fahrt abgebildet. Instrumentals. Nur die Credits. Geht etwas schwer. So, das ist die CD. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine Bonus-EP, nämlich die Mezzanine Volume 2 EP. Robot Elite präsentiert. Das Ganze hier so in schwarz-weiß gehalten. Und auf der Rückseite haben wir 7 Tracks. Auch allesamt Solo-Tracks. Wobei Track 4 und Track 5, die gab es damals schon. Und zwar auf Alter Ego. Also du willst fort und was wäre, wenn es in 2 Remake-Tracks. Ist die Frage, ob die jetzt vom Text her neu sind oder einfach vom Beat her. Muss ich mal reinhören. Die Mezzanine EP in Grau gehalten und ebenfalls in einer Papphülle. Geht etwas streng hinein. Dann haben wir 4 Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier, Fahrt, Stamm der Narcissis. Und dahinter haben wir so einen Hund, nehme ich mal an, oder ein Raubtier, vielleicht auch ein Wolf, aber für mich sieht das nach Hund aus, der hier gerade zubeißt. Das Ganze quadratisch, zweimal. Und dann haben wir diesen Sticker hier. Ich bin Peter Pan und bleibe für immer jung. Steinschleuder mit dem Diamanten drin. Fahrt Alter Ego 2. Ebenfalls quadratisch. Also 4 Sticker gesamt. Dann haben wir, bevor wir zu den Textilinhalten kommen, ein Poster. Das Ganze so in A3. Fahrt in diversen Posen abgebildet, mal nachdenklich, mal am Schießen. F. Narcissi lesen wir hier. Rückseite blankweiß und das Ganze im Hochformat. Dann haben wir ein Bandana in schwarz und weiß gehalten. Sieht so aus. Also erinnert sehr stark an diese japanischen Masken, an diese Samurai-Masken. Sieht echt mächtig aus. Und zwar kann man das Ganze in 2 Richtungen verwenden. Auf der einen Seite, also die Maske ist auf beiden Seiten gleich, aber hier lesen wir Stamm der Narcissis. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann haben wir hier Fahrt Alter Ego 2 zu lesen. Also bis auf die Schrift, beide Seiten ident. Schauen wir uns noch im Detail an. Und dann haben wir noch ein Shirt. Ein Shirt in Schwarz mit Rot und Weißem Aufdruck. Wir haben hier einen riesigen Affenkopf. Darunter lesen wir Fahrt Alter Ego 2 Stamm der Narcissis. Was steht hier? Vielleicht war ich nicht gut genug. Die Besten sterben jung. Also das ist ein Zitat aus dem Lied. Und Neckprint ist keiner vorhanden. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L. Wo haben wir die Baumwolle? Genau, 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Speziell auch in Verbindung mit dem Bandana hier. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier diesen riesigen Affenkopf, darunter den Schriftzug Alter Ego 2 Stamm der Narcissis. Rund um diesen Affenkopf dann noch diese Zierrahmen und diese Textzeilen. Schwarz, Rot und Weiß, top Farbkombination, gefällt mir richtig gut. Auch wenn ich nicht ganz so der Fan davon bin, zum Shirt rumzulaufen, wo so ein riesen Affenkopf drauf ist. Das Bandana sieht so aus, das gefällt mir sogar noch besser als das Shirt. Diese Maske passt sich echt gut dem Gesicht an und wirkt echt, echt mächtig in meinen Augen.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Bandana, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die vier Sticker, zweimal dieser, jeweils quadratisch, die Mezzanine Volume 2 EP, die Album Instrumentals und natürlich das Album an sich Alter Ego 2. Das alles in dieser wunderbaren Box Alter Ego 2 von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.